da muss man sich halt schon fragen, wie Razer einfach so einen Controller rausbringen kann, der einfach nicht so funktioniert, da er Verbindungsprobleme hat, extremes Lag. Was geht, Leute? Ich habe die letzten 5 Tage den neuen Razer Raichu Ultimate Controller durchgetestet und möchte euch ein bisschen über meine positiven Erfahrungen wie auch über meine negativen Erfahrungen mit dem Controller etwas erzählen. Und zwar, was ich als erstes richtig cool fand, was der alte Razer nicht konnte: Ihr könnt die PlayStation über den PlayStation-Button einschalten. Das ging bei dem ersten Razer bei der kabelgebundenen Version leider nicht und das finde ich auch extrem cool, dass es bei dem jetzt geht. Er verbindet extrem schnell, die Chroma-Beleuchtung fängt dann an zu leuchten, wenn der Controller verbunden ist. Und ja, das gefällt mir extrem gut. Ihr könnt den Controller einstellen mit einer App, zeige ich euch jetzt. Ihr könnt verschiedene Profile machen, für jedes Spiel ein schönes eigenes Profil, wie ihr die Pedals belegen wollt, wie ihr die Vibration belegen wollt. Und ja, ich zeige euch das Ganze mal. Ja, das Verbinden mit der App ist relativ einfach. Ihr wählt hier in der App, die könnt ihr im App Store runterladen, halt den passenden Controller aus, den Razer Raichu Ultimate oder die Tournament Edition. Geht auf Weiter. Dann müsst ihr hier einmal diesen zweiten Knopf von links für 2 bis 3 Sekunden halten. Der fängt dann an zu blinken. Dann geht ihr auf Weiter. Der Controller wird auch super schnell gefunden. Verbunden wird er per Bluetooth, das heißt, ihr müsst einmal Bluetooth am Handy anmachen. Und jetzt werden auch schon die Profile geladen, die ich vorher auf dem Controller halt für mich angepasst habe. Hier ist zum Beispiel mein Battlefield-Profil. Da könnt ihr immer das passende Profil einstellen, könnt ihr aber auch über die linke Taste hier machen. Ich glaube, man kann bis zu 50 Profile speichern. Und das sieht dann genau so aus. Das ist mein Battlefield-Profil. Die zwei unteren Tasten, das sind die Pedals auf der Rückseite. Und oben die Tasten sind halt die in der Mitte zwischen quasi L1, L2 und R1, R2. Könnt ihr dann halt so belegen, wie ihr möchtet. Finde ich super geil, gerade bei Shootern, dass ihr irgendwie auf dem Pedal zum Beispiel nachladen oder hinhocken habt oder springen, je nachdem, wie ihr Bock habt. Vibration kann man einstellen und zwar für jede Seite extra in 10% Schritten. Finde ich auch super gut. Der Controller gibt auch direkt Feedback, wie stark die Vibration sich denn anfühlt. Bei Battlefield fand ich das immer sehr störend, die Vibration, weil man dadurch relativ schnell veraimen kann, wenn man zum Beispiel angeschossen wird oder in Niederhaltung ist. Deswegen hatte ich das immer aus, aber so 10% gehen eigentlich auch klar. So ein bisschen Feedback finde ich auch ganz cool. Und ja, der letzte Menüpunkt ist hier die Chroma-Beleuchtung. Da habe ich Spektrum an, das finde ich eigentlich ganz hübsch. Könnt aber auch zum Beispiel Atmung anmachen, da wechselt das ganz langsam die Farbe. Reaktiv, das ist, sobald ihr eine Taste drückt, fängt das einmal an zu leuchten. Da könnt ihr auch einstellen, in welcher Farbe. Welle ist ziemlich cool, da geht alle Farben einmal durch. Könnt ihr auch einstellen, in welche Richtung zum Beispiel. Was mir da noch ganz wichtig ist, ihr könnt die Helligkeit einstellen. Ich hatte es immer relativ weit runtergedreht, weil es einfach ein bisschen ablenkt beim Zocken. Aber ihr könnt es natürlich auch auf 100% stellen oder natürlich komplett ausmachen, wie ihr möchtet. Und ja, das war es eigentlich schon mit den Einstellungen. Auf der Razer-Seite wurde noch gezeigt, dass man irgendwann die Dead Zone einstellen kann per App. Das heißt, wann der Stick anfängt, dass eure Spielfigur quasi im Spiel bewegt wird. Ich habe das immer bei Battlefield eingestellt, dass ich, glaube ich, die Dead Zone auf 10 hatte. Das heißt, den Stick leicht bewegen muss und dann geht die Bewegung direkt auch schon los. Und das ist ein bisschen großzügiger beim Razer, deswegen hatte ich das bei Battlefield ein bisschen runtergestellt, aber irgendwann werdet ihr das auch noch in der App machen können. Aber ja, das war's mit der App. Das sind die 3 Einstellungen quasi. Da werden mit der Zeit hoffentlich noch mehr dazukommen. Und ja, ihr könnt die Einstellungen, die Profile, denn hier über die Taste wechseln, direkt im Spielbetrieb. Auch was ihr auf dem Handy dann verstellt, wird sofort auf den Controller übertragen in Echtzeit. Das heißt, ihr macht eine Einstellung und eine Sekunde später habt ihr das schon wirklich so auf den Controller. Ihr könnt es wirklich in-game machen. Und dann hier ist noch die Taste zum Locken.
Das heißt, wenn ihr die aktiviert habt, könnt ihr nichts verstellen, da bleibt er genauso. Ja, und weiter geht's mit dem Bluetooth-Betrieb. Der Bluetooth-Betrieb vom Controller ist aktuell leider ziemlich eingeschränkt. Und zwar, wenn man den Controller per Bluetooth mit der PlayStation verbindet, hat man einen extremen Input-Lag, den ich auf ca. 100 bis 150 Millisekunden schätzen würde. Wenn ihr Spiele wie Call of Duty oder Battlefield spielen wollt per Bluetooth-Verbindung, vergesst es. Ist absolut unmöglich. Das ist so eine krasse Verzögerung, dass ihr quasi jeden Zweikampf verliert und das auch total verwirrend ist, weil das Feedback einfach so lange braucht, bis dann irgendwas auf dem Bildschirm passiert. Des Weiteren lässt sich im Bluetooth-Betrieb kein Headset anschließen an den integrierten Klinke-Einschluss. Per USB-Betrieb geht das zwar halbwegs, erzähle ich euch gleich, aber ja, das ist schon mal ein extremes Problem. Zudem vergisst die PlayStation und sogar auch die App auf die Bluetooth-Verbindung, sodass ihr den Controller erneut verbinden müsst. Das ist in der Regel ziemlich nervig. Razer arbeitet da wohl an einem Firmware-Update. Wirkliche Infos habe ich dazu leider noch nicht bekommen. Per USB habt ihr keinen Lag, keinen durchgehenden Lag. Allerdings, wenn ihr ein Headset anschließt, kann es sein, dass ihr alle 1 bis 2 Minuten einen kleinen Lag von 1 bis 3 Sekunden habt, wo der Controller einfach nicht reagiert oder vielleicht sogar die Verbindung einfach einmal verliert, sodass ihr vielleicht, wenn ihr in Battlefield nach links guckt, die Bewegung einfach nur ganz langsam geht und ihr könnt den Stick drücken und es passiert einfach nichts, bis der Controller dann wieder ein Signal sendet und die Verbindung wieder hergestellt hat. Also aktuell ist der Controller daher für mich absolut nicht zu gebrauchen. Allerdings gibt es natürlich auch gute Sachen und dazu kommen wir jetzt. Was ich extrem geil finde beim Controller, ist das auswechselbare Steuerkreuz und die Thumbsticks. Denn das ist alles magnetisch. Das könnt ihr einfach so rausnehmen und das andere einsetzen. Das hier ist zum Beispiel so feedbackmäßig, dass ihr auch nach rechts unten drücken könnt. Das heißt, es ist eine große Taste und ja, das Standard hat halt 4 Tasten, wo ihr jede dann einzeln drücken könnt, was ihr allerdings hiermit auch machen könnt, aber das ist eher so zusätzlich noch, dass ihr nach rechts oben drücken könnt für Spiele, die das halt unterstützen. Ich habe da mal das Normale genommen. Thumbsticks, wie gesagt, auch magnetisch, könnt ihr einfach abziehen, sitzen eigentlich recht fest, allerdings habe ich das Problem beim linken, dass er dann doch so ein bisschen hin und her wackelt und wenn ihr dann irgendwie lauft im Spiel, merkt man, dass der Stick sich ein kleines bisschen bewegt. Das ist nicht so schön, qualitativ finde ich das nicht ganz so toll, aber ja, vielleicht habe ich da einfach nur einen schlechten Controller erwischt. Dazu gibt es noch den ganz normalen Thumbstick, ein bisschen höher, gerade für Shooter, dass ihr vielleicht ein bisschen genauer aimen könnt, habe ich noch nicht probiert, möchte ich aber nochmal machen, vielleicht teste ich das heute Abend. Und einmal noch ein Stick mit der normalen Höhe, der aber so ein bisschen genau in die andere Richtung gewölbt ist. Finde ich, glaube ich, auch ganz cool, gerade bei Shootern, wo du halt auf den linken Stick läufst und rechts dich umguckst. Muss ich allerdings sagen, der ist ein bisschen rutschiger. Da hätte ich mir ein genobtes Design gewünscht. Bis jetzt, also ich hatte die ganz kurz angespielt und habe die normalen erstmal wieder rangemacht, um halt ein Gefühl für den Controller zu bekommen, weil die Sticks sind ein ganz bisschen leichtgängiger und die Dead Zone ist halt ein bisschen großzügiger. Das heißt, der PlayStation Controller reagiert quasi direkt, wenn ihr den Stick bewegt und beim Razer ist es, der hat einen kleinen Punkt, wo er nicht reagiert und dann ab einer kleinen, ein bisschen mehr, wenn ihr den Stick bewegt, dann reagiert er auch drauf. Finde ich nicht ganz so schön, werdet ihr aber wie gesagt später in der App einstellen können und in den jeweiligen Spielen geht das auch. Was sich jetzt ebenfalls beim Controller verändert hat, ist die Oberfläche. Beim alten war das Plastik und hier ist es so weiches bis mittelweiches Gummi. Zuerst war ich ein bisschen abgeschreckt, weil es sich ziemlich günstig angefühlt hat, aber nach 1 bis 2 Stunden Zocken fühlt es sich deutlich besser an. Gerade wenn man leicht schwitzige Hände hat, hat der Controller einfach einen richtig guten Grip und das macht auch schon Spaß, denn damit zu zocken. Allerdings, was sich zum Razer Raichu zur ersten Generation verändert hat, der Controller ist ein bisschen kleiner geworden, gerade in der Breite. Und auch hier unten ist er einfach ein bisschen schmaler geworden und ich habe jetzt nicht so die Riesenhände. Allerdings kommt es mir doch so vor, als wäre der Controller
ja, ein bisschen zu klein. Gerade wenn ich dann den Controller angenehm halte, ist jetzt zum Beispiel mein Finger gar nicht mehr so wirklich auf dem Paddle drauf. Und ich würde euch da auf jeden Fall empfehlen, den mal im Laden denn zu testen. Der sollte ja in den nächsten Wochen dann hoffentlich mal in den Einzelhandel kommen. Denn ja, ich finde den normalen Sony-Controller, der liegt doch schon ein bisschen besser in der Hand. Also Leute mit großen Händen werden wahrscheinlich mit dem Controller nicht so wirklich glücklich werden. Dann geht es auch schon wieder so zum bisschen Negativen leider. Ihr habt hier hinten ja Trigger-Stops drin, die ihr rein und raus machen könnt. Allerdings haben die Tasten ein bisschen anderes Feedback. Bei mir ist die linke Trigger-Taste, die hat so einen richtig geilen Anschlag und die rechte ist mehr so schwammig. Kann aber auch sein, dass ich da einfach nur Pech hatte mit dem Controller. Und ja, die Pedals, wie gesagt, die sind jetzt nicht perfekt zu erreichen für mich. Was ich da auch extrem schade finde, dass die halt keine geriffelte Oberfläche haben. Weil wenn ihr dann vielleicht doch mal irgendwie schwitzige Finger habt, dann ist es sehr rutschig, wenn ihr die anfasst, wenn ihr da irgendwie drauf drückt. Und finde ich nicht so wirklich angenehm. Das fand ich beim alten doch schon deutlich besser. Das war angenehmer. Ja, mein Fazit zum Controller. Es gibt viele Sachen, die schön sind an dem Controller, zum Beispiel der Grip, die auswechselbaren Thumbsticks, die ihr einfach so wechseln könnt. Ja, gerade die zusätzlichen Tasten, die mechanischen Tasten hier, fühlt sich alles sehr gut an. Allerdings gibt es natürlich auch diese vielen negativen Sachen, dass die Thumbsticks leicht wackeln, dass die Pedals ein bisschen rutschig sind auf der Rückseite und nicht so schön platziert, dass der Controller für viele wahrscheinlich auch zu klein sein wird. Aber ja, die schlimmsten Sachen sind natürlich die Verbindungsprobleme. Bluetooth funktioniert überhaupt nicht, USB funktioniert eingeschränkt. Wenn ihr ein Bluetooth-Headset benutzt und keins hier angeschlossen habt, ist es, man könnte damit spielen. Ihr werdet ab und zu Lags haben, die wirklich nervig sind, gerade bei irgendwelchen Shootern, dass ihr dadurch halt ja, quasi drauf geht, weil der Controller gerade nicht reagiert. Razer wird dafür ein Firmware-Update bereitstellen, es ist bloß noch nicht klar wann. Ja, zu diesem Zeitpunkt kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich den Controller nicht empfehlen würde, solange diese Sachen halt nicht gefixt sind, die ganzen Verbindungsprobleme. Und ja, wenn es dazu was Neues gibt, werde ich das auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Aber ich werde das Ding leider zurückschicken müssen in mein 14-Tage-Rückgaberecht, weil es einfach aktuell kein Firmware-Update gibt und so der Controller für mich unspielbar ist. Da muss man sich halt schon fragen, wie Razer einfach so einen Controller rausbringen kann, der einfach nicht so funktioniert, der ja Verbindungsprobleme hat, extremes Lag und auch nicht per USB anständig funktioniert, ohne dass die Verbindung einfach mal abbricht oder laggt. Und ja, das verstehe ich absolut nicht. Und ja, ich hoffe, dass sie das mit einem Firmware-Update auf die Reihe bekommen und der Controller dann benutzbar wird. Aber wie gesagt, wartet auf jeden Fall noch ab. Sobald es zu dem Thema irgendwas Neues gibt, werde ich das in die Kommentare schreiben, sobald ich irgendwas vom Update gehört habe. Und ja, macht euch auf jeden Fall selber mal ein Bild vom Controller. Geht in den Laden, guckt euch den an, sobald er verfügbar ist. Aber ja, wartet auf jeden Fall das Firmware-Update ab. Für weitere Fragen schreibt einfach in die Kommentare. Ich bin da eigentlich sehr aktiv, antworte auf alles. Und ja, das war mein kleines Razer Raiju Ultimate Review und ich hoffe, euch hat das gefallen.